Ich habe heute wieder Esther Rosenberger bei mir, unsere ADHS-Spezialistin. Hallo Esther, schön bist du da. Ja, danke. Es geht heute um das Thema ADHS und Vitalstoffe. Ja. Jetzt, wenn man ADHS hört, diese Krankheit, wo so viele Kinder betroffen sind, da denkt man doch sofort an Medikamente. Wie kommst du darauf, dass Mikronährstoffe, Vitalstoffe hier auch einen Beitrag leisten können? Meine Erfahrung ist, und auch das Wissen aus der Literatur und Forschung, dass bei Betroffenen ganz häufig immer ähnliche Vitalstoffe im Mangel sind. Und dazu kommt als zweiten Grund, dass ich oft höre, dass die Medikamente schlecht vertragen werden. Und dann sucht man nach Ergänzungen und Alternativen. Also du hast viele Erfahrungen mit Vitalstoffen. Denkst du denn, dass sie dem Ritalin, dem Methylphenidat, ebenbürtig sind in der Wirkung? Da sage ich, es kommt sehr darauf an, wie ausgeprägt ist der Grad des ADHS. Man spricht ja heute von einem Spektrum. Also es gibt Leute, die sind leicht betroffen und es gibt Leute, die sind schwer betroffen. Wichtig finde ich, dass man es nicht weglässt, sondern dass man wirklich hinschaut bei den Vitalstoffen. Ich weiß von Leuten, die haben wirklich das Medikament absetzen können oder reduzieren können. Wie gehst du davor, wenn ein Kind jetzt kommt, das hat schon Ritalin, vielleicht schon 2 Jahre, kann man das jetzt einfach absetzen und auf Vitalstoffe wechseln oder was machst du da? Also meine Empfehlung ist immer, eine saubere Anamnese zu machen, also viele Fragen zu stellen, den Kindern selbst, wenn sie ein gewisses Alter haben, oder den Müttern häufigst, oder den Vätern, wenn sie vorbeikommen. Und dann zu schauen, nicht einfach sagen, alles absetzen, sondern zu schauen, wie ist es mit der Vitalstoffversorgung. Kann man mit Labor machen, wenn man das will. Und dann schauen, wie ist die Wirkung. Und wenn man merkt, ja, es ist stabilisiert, man erfährt gewisse Besserungen, dass man dann in Diskussion mit dem verschreibenden Arzt, Ärztin schaut, kann man reduzieren. Die Medikamente, da hat man häufig eine Wirkung nach einer halben Stunde, wenn man die Tablette eingenommen hat. Vitalstoffe, das ist langfristig, wirklich. Wie abschalten kann man nicht so bemerken. Das sind viel komplexere Strukturen und Abläufe im Körper. Und wenn man davon ausgeht, ja, jetzt nehme ich zum Beispiel Omega-3, einen Esslöffel, und dann merke ich sofort, es geht mir super besser, das ist Illusion, das ist nicht so. Deshalb sage ich, dranbleiben, sicher 6 Monate, dann wieder hinschauen. Jetzt hast du gerade das Omega-3 erwähnt, das ist ein Schlüssel-Vitalstoff. Kannst du etwas zur Wirkung sagen? Warum so etwas ja, Banales? Oder? Mhm. Ja, Omega-3, das in jedem Fisch vorkommt, bei ADHS etwas hilft. Ja, also Omega-3 hat grundsätzlich 3 ganz wichtige Wirkrichtungen. Und eines dieser 3 ist ganz spezifisch ADHS wichtig, weil es beeinflusst maßgeblich die Hirnaufbauphase, also schon vorgeburtlich sogar, und auch die Hirnfunktionen. Ist entzündungshemmend auch. Ich habe immer wieder Rückmeldungen, Betroffene, die das hochdosiert einnehmen, dass sie auch ruhiger werden. Also ist ein wichtiger Vitalstoff. Dann, du hast Entzündung erwähnt. Also ist denn ein ADHS-Gehirn entzündet? Ja, ganz häufig ist, da kommen wir auf die Darm-Hirn-Achse zu sprechen, wie mein Darm fit ist oder nicht fit ist. Man spricht von Darmbarriere-Störung oder idealerweise eben eine gute, fitte Darmschleimhaut. Darm kommuniziert mit dem Hirn. Wenn die Darmschleimhaut nicht mehr gut fit ist, dann gelangen da Stoffe in den Körper hinein. Ist wie eine offene Tür, kann man vergleichen mit diesem Bild. Und gewisse Stoffe neigen dann dazu, Entzündungen, sogenannte stille Entzündungen, zu produzieren, unter anderem auch im Hirn. Das hat sehr direkte Zusammenhänge. Kommt hier auch jetzt das Vitamin D ins Spiel? Ja, Vitamin D ist auch entzündungshemmend. Neben dem, dass Vitamin D sehr, sehr wichtige Funktionen
bezüglich Immunsystem generell auch hat. Das treffe ich häufig bei Kindern, aber auch Erwachsenen, dass sie vermehrt einfach so ein bisschen angeschlagen sind, Infekte zeigen, nicht richtig krank, aber häufig erkältet, und häufig ist da ein Problem von zu wenig D. Klar, aber die Kinderärzte empfehlen ja Vitamin D bis zweijährig und dann braucht es das nicht mehr bis ins Altersheim. Also ja. Ist da deine Meinung? Ja, also mittlerweile weiß man denn, wie Forschungsstand ist anders, dass halt das Vitamin D lebenslänglich wichtig ist. Und die Problematik ist unter anderem auch, dass wir immer weniger draußen sind, weil die Haut kann das selber bilden, wenn wir genug Sonneneinstrahlung haben. Und zwar muss die Sonne eigentlich genug hoch stehen. Das heißt, eigentlich ein halbes Jahr in der Schweiz haben wir gar nicht genug Sonneneinstrahlung, auch wenn wir draußen wären. Mhm. Die Dosen bei Vitamin D, sonst reden wir ja nicht so über Dosen, aber Kindern werden 200 Einheiten empfohlen, eben bis zweijährig, und nachher braucht es keines mehr. Wie sieht das aus bei dir, wenn du einem ADHS-Kind Vitamin D empfiehlst? In welcher Dosierung circa? Also wenn jemand beschließt, ich möchte die Laborwerte wirklich messen, Vitamin D kann man messen im Blut, wie ist der Spiegel, dann kann ich sehr genau umrechnen pro Kilo Körpergewicht, wie viel ist das ungefähr. Es gibt so eine Grundregel, im Sommer 40 internationale Einheiten pro Kilo Körpergewicht, im Winter sind es dann 70 empfohlen, wobei ich immer wieder sage, jeder Mensch ist einmalig, einzigartiges Wesen, ein Geschöpf, und da muss man sich anpassen. Jetzt gibt es ja noch so Spurenelemente. Hast du dazu Informationen, was man hier noch beitragen kann? Ja, also mein Wissen ist, dass auch Magnesium zum Beispiel bei Betroffenen sehr gehäuft im Mangel ist, wenn man das nachmisst. Und Magnesium hat über 800 wichtige Funktionen, stoffwechselbeeinflussende Funktionen. Und deshalb empfehle ich vielen wirklich, das Magnesium zu supplementieren. Ja. Mhm. Hat eine entspannende Wirkung auch. Mhm. Ich weiß von Eltern, die mir berichten dann vor dem Schlafengehen zum Beispiel, das Magnesium oder zum Nachtessen hilft auch entspannend, hilft das Einschlafverhalten zu verbessern zum Beispiel. Mhm. Sonst noch, außer Magnesium? Eisen ist sehr wichtig, da sieht man, wenn man es misst, aber es ist auch in der Forschung belegt, dass Betroffene gehäuft einen tiefen Eisenspiegel haben. Also man misst ja das Speichereisen, Ferritin heißt der Ausdruck dafür. Da finde ich spannend, also ein Beispiel, warum Eisen wird gebraucht vom Körper für die Synthese des Dopamins. Dopamin ist ja dieser Hirnbotenstoff, einer der drei, der, von dem man sagt, ja, der ist im Mangel bei ADS-Betroffenen. Und um das herzustellen, im Körper braucht es eben Eisen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Kinder mit dieser Krankheit sehr viele Süßigkeiten essen. Wie sieht das bei dir aus? Ja, das ist ein großes Problem und ist auch immer wieder ein Kampf in den Familien. Das ist so. Also, man weiß, sie fliegen auf diese Süßigkeiten, es gibt einen Energiekick. Leider steigt dann auch der Blutzuckerspiegel ins Unermessliche. Insulin muss vermehrt ausgeschüttet werden und nachher sinkt es wieder ab auf unter Null und dann kommen die Heißhungerattacken. Also es ist ein ständiger Wechsel auf und ab. Und ich höre das immer wieder und lese es auch, dass ADS-Betroffene ganz sensitiv auch reagieren auf zu viel Zucker. Und es ist ja nicht nur das Süße, ja, ich sage jetzt Biskuit oder Kuchen oder irgendwie Zeltli auf Mundart, sagen wir dem. Es ist auch viel Zucker noch in Fertigprodukten versteckt, unter ganz verschiedenen Namen. Aber das ist doch ganz einfach. Jetzt muss man einfach dem Kind nichts mehr Süßes geben und dann ist es schon besser, oder? Ja, schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Es ist häufig, höre ich, ein harter Kampf, weil süßes Essen ist auch sehr, sehr eine Gewohnheit. Es braucht wie eine, ich sage Anführungsschlusszeichen, so eine Entwöhnung wirklich. Die besten Erfahrungen höre ich, wenn man das schrittweise reduziert, darauf achtet und als Eltern
ja, Stück weit wirklich hart auch bleibt. Wenn die Kinder etwas größer sind, ihnen das auch begründen, weshalb. Und ja, zu viel Zucker hat Einfluss auf den ganzen Körper, unter anderem auch wieder sehr viel Negatives auf den Darm, die Darmflora, die Darmschleimhaut. Wie sieht denn für dich eine perfekte Ernährung aus bei der Diagnose ADHS? Was sollten die Kinder essen? Ja, da sage ich immer, es gibt so 3-4 Stichworte. Möglichst saisonal. Das heißt, die ist wirklich reif, die Sachen, wenn ich jetzt an Früchte und Gemüse denke. Regional, möglichst unverarbeitet. Fertigprodukte haben viele Zusatzstoffe drin. Da weiß man auch, dass die ADHS-betroffenen Kinder und auch Erwachsenen sehr sensitiv reagieren darauf. Also möglichst unverarbeitet. Idealerweise auch schon ein wirklich reichhaltiges Frühstück. Ich höre immer wieder Positives von salzigen Frühstücks, also nicht das klare Konfitürenbrot mit irgendwie einem süßen Kakao, sondern probieren vielleicht auch mal etwas Trockenfleisch oder ein Ei zum Frühstück. Mhm. Ein Müsli nicht überzuckert, vor allem selber zusammenstellen, noch mit vielleicht Sonnenblumenkernen drin. Wichtig ist auch genügend wirklich Gemüse, das ist herausfordernd, weiß ich. Mit Früchten, sage ich immer, bin ich vorsichtig. Das Problem ist, die Smoothies, also gemixt, hat man sehr viel Fruchtzucker sehr schnell zu sich genommen. Und wir wissen heute, nicht nur bei ADHS betroffen, dass die Gefahr besteht, zu viel Fruchtzucker. Abendessen oder generell Kohlenhydrate, kann ich sagen, auch Mittagessen, die langsam verstoffwechselten Kohlenhydrate. Manchmal bringe ich das Stichwort das, was meine Großmutter gekocht hat, nämlich zum Beispiel Hirse, Vollreis. Heute kann man Quinoa, Kartoffeln, also wirklich diese Kohlenhydrate, die nicht so schnell ins Blut gehen. Wenn, du hast jetzt mehrere Produkte erwähnt, eben Omega-3, Vitamin D und so weiter, und einzelne der Produkte sind ja in Kapseln. Was macht man, wenn ein Kind diese Kapseln einfach nicht herunterschlucken kann? Ja, da empfehle ich immer den Eltern, oder wenn das Kind selber vis-à-vis von mir sitzt in der Beratung, Punkt 1, dass Kapseln schlucken können, kann man über die Motivation ein bisschen arbeiten. Das ist in der Regel etwas, wenn man das kann. Profitiert man auch später, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann Kapseln schlucken muss im Leben oder will, das bringt schon etwas, wenn man es kann. Und da fahren dann, wir oft mal beim Arzt landet. Genau. Dann, wenn es möglich ist, ich nenne das Beispiel Magnesiumkapseln, manchmal kann man sie öffnen und zum Beispiel ins Müsli geben am Morgen. Kapseln schlucken gibt es auch ein paar Tipps. Also viele sagen mir, es hilft, wenn sie zum Beispiel die einzelne Kapsel auf den Löffel legen und mit Joghurt das in den Mund nehmen und dann schlucken. Es braucht ja viel Motivation. Und hast du vielleicht noch eine Anregung, wie man für Eltern oder Lehrer, wie man mit solchen Kindern umgehen kann, sie zu motivieren? Wir können sie ja nicht bestrafen oder für ihre Krankheit. Also wie kann man das Positive aus ihnen herauskitzeln? Ja, ich beginne mal bei den Eltern. Ich rate ihnen immer wieder, höre auch Positives in den Rückmeldungen, den Positivfokus einzuschalten. Was klappt gut? Was klappt auch besser jetzt, und dass die Eltern das bewusst den Kindern zurückmelden. Funktioniert auch bei Erwachsenen. Also Erwachsene, die zum Beispiel im Coaching Schritte machen, dass sie selber sich bewusst sind. Diesen Schritt habe ich jetzt gemacht, das gelingt mir besser. So diesen Fokus. Ein gutes Coaching, wie du es anbietest, verbunden mit der richtigen Ernährung, mit den richtigen Begleitvitalstoffen, kann man davon ausgehen, dass man deutliche Besserungen erreicht. Ja, das kann ich ganz klar bestätigen, ja. Gut. Herzlichen Dank für deine Ausführungen und hoffentlich kommen noch viele Kinder zu dir. Sehr gern geschehen.